So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Pokémon Blazeblack der Egglock Challenge mit mir in dem Regen. In der heutigen Episode melden wir uns zurück aus Icerus City, wo wir, ich weiß gar nicht, ob wir heute schon gegen die Arena Tassandro kämpfen werden. Ich bezweifle es, aber wir werden vielleicht zur Arena betreten, mal gucken. Aber wir melden uns zurück mit Banger Bro auf Level 55. Bei Banger Bro bin ich mir ziemlich sicher, der hat auf jeden Fall keine EV-Punkte drauf. Ja, das merkt man einfach und, ja, vielleicht muss ich die nochmal irgendwie zwischendurch mal draufpacken. Mal gucken. Der Movepool ist natürlich fantabulös. Step Knirscher mit einem Step Ableitie gepaart mit einem Eishieb und dem Drachentanz. Als Item haben wir den Expertengurt, weil ich den besser finde als den lebensoffenen Nasog Challenge. Ja, ich finde, das ist ein super cooles Moveset. Ne? Da werden wir bestimmt unseren Spaß haben. Und der Chef im Geschäft, der das Dönerfleisch immer schweißfrei schneidet, Snake Drago, ja, Snake Drago. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Ding machen soll. Ich habe geguckt, ich habe die Moves jetzt angeschaut und dachte mir so, okay, was soll ich jetzt mit dem Ding machen? Ja, Voltwechsel, hätte ich jetzt schon fast wieder gesagt, Stromstoß, Bulldoze, hier einrollen und Giftblick. Okay, ist ein lustiges Set, aber ich glaube, ich schmeiß Snake Drago bei der nächsten Gelegenheit wieder raus. Ich wollte jetzt erstmal vielleicht ein paar Episoden Snake Drago mal drin behalten. Ja, damit wir alle ein bisschen was zu lachen haben, dass wir vielleicht eine neue Ikone hier mit diesem Projekt schaffen können. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn das so krass in Kosten oder die Qualität abschwächt, dann weiß ich nicht, ob ich das wirklich über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten möchte, ne? Dass wir hier eine neue Ikone, einen neuen Star-Player im Business schaffen wollen. Ja, ich muss gestehen, ich habe da nicht so wirklich Lust drauf. Ne? schauen wir mal. Also bei der nächsten Gelegenheit werde ich wahrscheinlich Snake Drago wieder rauskicken. Ja klar, ziehe ich meine Pokémon mit Liebe auf. Da zeige ich dir doch einfach mal Freddy, der sollte mich doch ganz, ganz doll lieb haben. Und dabei kriege ich einen Bann, wie heißt das nochmal? Bannsticker, ne? Bannsticker hieß das, glaube ich, ja. Richtig, Bannsticker. Ach, das ist der Fanclub. Okay, willkommen im Pokémon Fanclub. Soll ich die, ach, guck mal, das ist die, die in der 5. Gen die, die Zuneigung deiner Pokémon checkt. Guck mal, die befindet sich hier. Hatte ich jetzt auch nicht, so im Kopf. Ja, gerade in der 5. Gen dachte ich mir so, Poké-Gen, jetzt brauche ich nie wieder in meinem Leben so etwas zu machen und, oh nein, das ist falsch aus. Es ist das Haus, wo jetzt irgendwelche komischen Quizfragen gestellt werden. Okay, welche Fragen soll ich denn beantworten? Okay, Leute, jetzt sind wir hier bei Werbemillionär. Wie nennst du den Bruder deines Vaters? Oh shit, das ist aber eine ziemlich schwierige Frage. Okay, die Audience, die Leute dürfen jetzt einen Hinweis geben. Es ist nicht sein großer Bruder. Aha, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also es ist nicht großer Bruder, okay. Wie muss ich das denn jetzt eingeben? Okay, warte mal. Wie geht das? Wir gehen mal bei People und dann bei Uncle rein. Ne? Haben wir Uncle hier? Uncle, da doch Uncle. Ich habe das noch nie gemacht. Was? Das ist auf jeden Fall richtig, ja? Oh, that is correct. Okay, das ist richtig. Aber was kriegen wir jetzt als Belohnung? Das ist der. Ja, also vielen Dank, dass ich jetzt meine Gehirnzellen für diese Frage anstrengen musste. Also ich glaube, ohne dieses Item hätte ich das auf jeden Fall nicht überlebt. So, Dragon Spiral Tower, da können wir... Ich weiß, da müssen wir, glaube ich, noch nicht hin. Wir müssen erstmal in die Arena von Sandro. Wir gehen erstmal in die Arena von Sandro, ganz ehrlich. Wir gehen erstmal in die Arena von Sandro, versuchen hier möglichst gut was zu erreichen. Zur nächsten Episode dann gegen Sandro zu kämpfen. Das ist erstmal so das Ziel, was wir uns vornehmen werden und... Ja, mal gucken. Alles andere ist jetzt erstmal wurscht. Okay, wir lassen Banger Bro vorne. Green Ridge können wir in der Arena wieder nicht benutzen. Green Ridge ist in der Arena wieder komplett nutzlos. Aber, naja, ich will mich mal nicht beschweren. Ist in Ordnung so. Ja, ist in Ordnung so. Aber das Problem ist vor allen Dingen gerade, ich habe eigentlich ganz coole Pokémon. Ja, ich habe noch einen Zuikun auf der Box. Ich habe noch einen Darkrai auf der Box. Aber die will ich wirklich nur im äußersten Notfall benutzen. Ne? Und ich sehe mich aktuell nicht gerade in einer Situation, wo ich wirklich im Notfall bin. Ich denke mal... Oh shit, verdrückt. Ich dachte, da ist immer noch Ableitieb. Egal. Ich finde immer noch, unserem Team geht so an sich gar nicht mal so schlecht. Unser Team hat immer noch richtig, richtig viele Stärken vorzuweisen. Ja. Aber... Irgendwie fehlt da trotzdem noch dieses gewisse Etwas. Gerade weil wir zwei normale Pokémon-Team haben. Wir haben kein Pokémon, was fliegen kann. Das heißt, ich werde zwischendurch wahrscheinlich einfach mal immer mal wieder
irgendein Pokémon fliegen, was verstorben ist aus der Box nehmen. Wahrscheinlich Alan und mit denen dann rumfliegen, weil, ganz ehrlich, ich kann diese ganze Strecke zu Fuß gehen, Leute. Ja, wenn ihr jetzt wirklich streng nehmt, könnt ihr sagen, Regi, ganz ehrlich, nein, wir sind jetzt, nein, du darfst auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie nochmal wechseln, weil du musst auf jeden Fall jetzt dranbleiben, ansonsten ist das ein Regelverstoß und damit geht das nicht. Nein, Regi, du musst mit der, nein, du darfst nicht fliegen benutzen, das geht nicht. Ja, das könnt ihr natürlich sagen. Gut, hätte ich jetzt ein bisschen erstaunlich, ja, da wäre ich glaube ich auch ein bisschen Regi-Buff, aber keine Ahnung. Muss, glaube ich, dann doch nicht sein, oder? Und ich merke gerade, so gut ist mein Team gegen Eis-Pokémon gar nicht aufgestellt. So gut ist unser Team tatsächlich nicht gegen Eis-Pokémon. Ich meine, klar, wir haben jetzt auch noch Rusev, ne? Das darf man nicht vergessen. Rusev mit dem Nahkampf sollte, glaube ich, hier in der Arena auch nochmal ganz gut Schaden machen gegen viele der Eis-Pokémon. Gucken wir uns nochmal an, so ein Nahkampf. Sehr effektiv, 240 Schaden, wenn es effektiv ist. Das ist verdammt krass. Ja, ist in Ordnung, ja. Reiz zum Beispiel aus, um so mal Mugel rauszunehmen, aber... Der Arena-Hinterkampf könnte wieder ganz tricky werden. Es könnte ein Rotationskampf sein. Stellt euch mal vor, das ist ein Rotationskampf. Und ja, meine Güte. Da will ich, glaube ich, erstmal scouten, gucken, ganz ruhig sein, ganz locker bleiben, was da auf jeden Fall geht. Also wir können uns jetzt im Dragon Spirit Tower noch was fangen. Wir können uns noch in der Panaero-Höhle was fangen. Wir können uns jetzt auch da im Moor von Icerus City noch was fangen und so weiter. Wir können uns auf der Route... zwischen dem Moor und Icerus City was fangen. Wir können uns definitiv in den nächsten Folgen relativ viele Pokémon fangen, ja? Alter, mache ich mir auch keine Sorgen. Das ist auf jeden Fall erstmal ein Fakt. Ja, das kriegen wir hin. Okay. Das machen wir erstmal. Wie bereiten wir einen Sweep mit Banger Bro vor? Ja, das ist ja mein Kollege in der Brandung, mein Freund in der Brandung, der gute, der Banger Bro. Ich gebe erstmal den Taucher und der macht viel Schaden. Ah, ist gar nicht mal so schlecht, aber ich kann jetzt den ganzen Schaden nochmal refreshen, indem ich den Ableitung benutze. Ist auf jeden Fall ein One-Shot, weil wir bei plus 2 sind. Ich bezweifle, dass die Übung was aushält. Und wir haben immer noch den Expertengurt drauf. Ne? Der Expertengurt gibt ja auch nochmal einen Damage-Boost und guckt euch das an, Leute. Zack. So schnell kann es gehen. Fast wieder bei Maximum HP. Oh yeah. Level 56 Banger Bro. Okay. Ich denke mal, wir werden jetzt einfach mit Banger Bro versuchen, einen Sweep zu landen gegen die Miriam. Und dann geht das schon irgendwie ganz gut klar, denke ich. Ja Leute, Banger vor der letzten Episode. Ich habe euch ja gefragt, was ist eure Meinung zum Konsolenkrieg? Ja, man hat ja immer diesen Konsolenkrieg von wegen, ja, was sind eure Lieblingsspiele, auf welche Konsole spielt ihr gerne, dies, das, anderes, und zu meinem Erstaunen, okay, eigentlich nicht zu meinem Erstaunen, eigentlich ist das was, wie soll ich sagen, hätte ich mir denken können, hätte ich mir wirklich ganz klar denken können, zu meinem Nicht-Erstaunen gibt es natürlich ganz, ganz viele Leute, die die Wii und die Wii U abfeiern, ja. Und ja, keineswegs, Leute, also fast ja keineswegs, keine Sorge, ich finde natürlich die Wii und die Wii U auch spitze, haben auch eine richtig tolle Spiele gehabt, was mir dort aber halt gefehlt hat, war die Auswahl, ja, ne? Es gab einige Top-Titel, ja, die Mario-Spiele waren zum Beispiel immer gut, ja, Mario World und so weiter, oh, immer top-notch, top-gut, ne, die Zelda-Spiele auch immer top-gut, ja, Party-Spiele hattest du auch genug, aber... es hat so meiner Meinung nach ein bisschen so die Auswahl gefehlt, ne, es waren immer noch dieselben Spiele, die sich dann, auf der Wii U dann auch wieder wiederholt haben, bla bla bla. Und deswegen hat dann bei der Wii U so ein bisschen die Auswahl gefehlt, wisst ihr das? Auf den anderen beiden großen Konsolen, sage ich mal, hat man ja mehr. Und ein ganz, ganz großes Argument war natürlich nur, ey, wofür brauche ich Konsolen, Regi, mein Freund, wenn die beste Konsole doch der PC ist? ja. Also ich glaube, das ist das Totschlagargument überhaupt, ne? Wofür brauche ich das, wenn ich das habe? Na, aber es gibt ja, wie gesagt, immer Leute, die... Ja, wobei, das ist auch nicht ein Argument, ne? Weil ich hätte jetzt eigentlich das Argument genommen von wegen, ja, man kann doch hier am PC nicht so chillig mit seinem Controller rumhampeln, ne? Kann man zum Beispiel auf der Konsole. Stimmt ja eigentlich auch nicht, weil... Naja. Streng genommen kann man einfach einen Controller-Adapter anschließen. Oder im besten Fall kann man sogar noch irgendwie seinen... Ich habe es immer so gemacht, ich habe immer meine PlayStation 3 bzw. PlayStation 4 Controller an den Computer angeschlossen und hatte die da als... Ja... Controller, das war interessant, aber... Ja, das ist auch so ein Argument, was irgendwie nicht gilt. Keine Ahnung, aber man kann auf jeden Fall auch so ein Pad anschließen und damit dann loslegen. Das ist auch ein krasser Vorteil. Also ich muss gestehen, wenn man so nimmt... Ist natürlich der PC das Beste mit, was man haben kann. Glaube, was einigen vielleicht ein bisschen abschreckt, ist der Preis. Ne? So eine Konsole ist dann, glaube ich, so im Vergleich zu einem soliden PC ein bisschen günstiger. Könnte man zum Beispiel noch erwähnen.
Vorteil ist natürlich, dass man am PC diverse Titel sogar nicht ganz legal erwerben kann, ja. Ich will da jetzt nichts dazu sagen, aber kann man beispielsweise auch tun, ne? Das heißt, man muss zum Beispiel nicht für Spiele Geld ausgeben, wie man es jetzt für Konsolenspiele machen muss. Aber, naja, das ist eher so ein, in Anführungszeichen, Schwarzmarkt-Argument, ja. Also das lassen wir jetzt nicht gelten, aber es ist rein theoretisch möglich und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute das auch abfeiern, ne? Dass man einfach sagen kann, ey, neues Spiel ist draußen, ich schmeiß den Download an und hab das Spiel umsonst. Ja. Gut, kann man machen, ja, aber naja. Egal, vergessen wir das Ganze einfach mal, ja. Ich habe heute, wie gesagt, geplant zu streamen, Leute, heute um 19 Uhr, ich werde noch ein Ankündigungsvideo machen, ne. Also gegen 19 Uhr, eigentlich war ursprünglich 18 Uhr geplant, aber ich muss noch ein paar Dinge erledigen, deswegen machen wir heute kurz halt einfach mal 19 Uhr daraus. Und zwar gibt es einen Giveaway-Stream, wo ich Dittos, legendäre Pokémon und alles mögliche mit perfekten DVs an euch verteilen möchte. Ja, ich werde mich heute ransetzen, ich muss die Auswahl auf jeden Fall nochmal ein bisschen verfeinern. Ich will dann nämlich noch vielleicht Kraftreserve-Dittos reinnehmen, ne, mit denen man dann nochmal auch besser die Kraftreserven züchten kann. Und ja... Keine Ahnung, das sind auf jeden Fall Dinge, die es heute im Stream geben wird. Ne? Kann sich jeder eintragen. Ich will so viele Pokémon wie möglich an den Mann bringen, an die Frau bringen, was auch immer. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr anwesend seid, weil das Ganze läuft natürlich immer noch unter dem Ziel 250 Subscriber. Wir haben auch die heute die neuen Sub-Emotes drin. Ich habe eben nachgeschaut, die wurden approved von Twitch bestätigt. Twitch hat gesagt, alles klar, ist genehmigt. Und ja, finde ich zum Beispiel richtig, richtig spitze. Mumu-Milch. Dann passt das. Ja, finde ich zum Beispiel richtig, richtig spitze. Ja, wir brauchen, glaube ich, noch. Wir sind gerade bei, glaube ich, 203. Das werde ich aber auch noch im Infovideo dann erwähnen. Wir brauchen insgesamt 250. Mal schauen, ob wir das diese Woche schaffen, Leute. Ja, wenn wir das diese Woche schaffen, mein lieber Jolly, das wäre bombastisch. Wage ich zwar zu bezweifeln. Aber träumen, hoffen, wünschen darf man sich ja immer noch etwas, ne? Deswegen gucken wir mal. Ja, aber das ist wie gesagt das ganz, ganz, ganz große Ziel dieses Monats, ne? Weil, ja, ich glaube, das ist wirklich die absolut beste Gelegenheit aktuell, um aus daraus nochmal ein bisschen, wie soll ich nochmal sagen, das Beste draus zu machen, ja, weil zwei neue Sub-Emotes, das ist nicht gerade wenig, mal schauen, wann wir das vielleicht das nächste Mal wieder hinkriegen. Egal, damit hätten wir auch das Thema erledigt, Leute, ja. Heute hatte ich eigentlich eine ganz interessante Frage an euch. Jetzt habe ich die Frage aber vergessen. Ich überlege gerade. Egal, dann muss ich kurz improvisieren, Leute. Ich habe mir nämlich noch eine andere Frage überlegt. Und zwar ist das, glaube ich, eine Frage, die wieder eher so regi-typisch ist. Ja, ihr werdet euch jetzt so denken, hä? Was will der von mir? Was ist das für eine Frage? Ja gut, kann vielleicht ganz gut sein. Aber ich möchte zum Beispiel jetzt heute von euch wissen. Ja. Seid ihr lieber jemand, der früh aufsteht? Aber dafür spät schlafen. Warte mal. Der früh aufsteht, dafür aber auch dann früh schlafen geht. Oder seid ihr jemand, der spät aufsteht, aber dafür dann spät schlafen geht? Ja. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Frage. Weil ich bin zum Beispiel jemand, an sich ist mir das ziemlich egal. Ja, ich gehe in letzter Zeit zum Beispiel spät schlafen, wache dementsprechend auch spät auf. Aber ich merke dabei halt auch so, das ist nicht gut. Ja, ich fühle mich damit nicht gut. Ich weiß es nicht. Irgendwas in meinem Kopf sagt mir so, nee, Kollege, so geht das nicht. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht gut. Und ich bin dann jedes Mal aufs Neue geschockt teilweise und denke mir dann so, oh, okay, ja, morgen muss ich mir was Besseres vornehmen. Und gerade jetzt vor dem Beginn muss ich ja auch wieder meinen Schlafrhythmus umstellen, aber ich habe es heute versucht. Ja, heute gerade losgefährt. Ja, morgen werden andere Geschütze aufgefahren und deswegen, Leute, früh schlafen, früh aufstehen oder dann doch lieber spät schlafen, dafür spät aufstehen, ja, ich meine, an sich erklärt sich das ja von selbst, ne? Ich meine aber, ich rede jetzt von der Zeit, wenn ihr, nicht irgendwie beschäftigt seid mit Arbeit, Schule, was auch immer. Was seid ihr denn so für ein Mensch? Zum Beispiel am Wochenende. Seid ihr auch jemand, der sagt, ja, heute bleibe ich länger wach, dafür gehe ich dann auch später ins Bett oder keine Ahnung was. Ja, das ist wieder eine 1-Ari-Frage. Ja, wenn euch jemand fragt, so, ja, dieser Rigi Beng, was,
was stellt ihr euch eigentlich so in der Regel für Fragen? Dann könnt ihr das als Paradebeispiel nehmen dafür, was ich für abgefahrene, abgespacete Fragen stelle, ja? Und ich glaube, das ist doch ganz gut. Ganz nebenbei, Leute, Twilight Princess läuft ja nebenbei noch hier als Parallelprojekt dazu. Läuft fantastisch, ja, läuft fantastisch. Also dieses Projekt ist mucho grande, ja, mucho grande. Es macht total viel Spaß. Kann ich aktuell wirklich nur empfehlen. Ich habe da echt meinen Spaß. Ich habe da total viel Spaß an diesem Projekt, wirklich. Hier kann ich, glaube ich, von Glück reden, dass dieses Frosters nicht auf Abgangsgrund gegangen wäre. Sonst wäre ich, glaube ich, echt am... auf Türkisch würde ich sagen, am Gött gewesen, ja, aber... ist schon in Ordnung. Ja, ich habe ansonsten gestern Narcos beendet, Leute. Gestern Narcos, Leute, die Serie mit Don Pablo Escobar. Ich glaube, 2 Staffeln war das, ja. Also, jetzt, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich bin... hier ist eigentlich schon fertig, ne? Es kommt auch noch die 3. Staffel, aber es dauert noch, ne? Ich glaube 2017 oder so kommt die erst. Ich bin auf jeden Fall durch damit. Und ja, kann ich wirklich nur empfehlen, ja. Wer Spaß an sowas hat, ne, an solchen Drogengeschichten, die auch nochmal so ein bisschen geschichtlichen Kontext haben, ne? Kann ich euch Narcos wirklich nur ans Herz legen. Ist auf jeden Fall eine Serie, die ich persönlich weiterempfehlen würde. Einfach weil... hatten wir nicht Magic Bounce? Wir hatten Magic Guards. Also wenn wir verbrannt sind oder so, kriegen wir keinen Schaden dadurch. Das hatten wir. Oder? Was denn der Ability hat Green Witch? Ich weiß es gar nicht mehr. Und warum ist Cryogonal bitte schön so schnell? Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Oh, ich muss hier auf jeden Fall auf Banger Bro gegen Obama Snow gegen Obama Snow. Oh, schauen wir mal weiter. Ja, kann ich euch wie gesagt empfehlen. Wenn ihr auf solche Drogengeschichten steht, also jetzt nicht auf Drogen steht, ne, das. Leute, auch passen, ne, ist nicht gut. Aber wenn ihr generell diese ganzen Südamerika-Kartell-Sachen ganz interessant findet, was auch nochmal ein bisschen geschichtlichen Kontext hat, kann ich euch Narcos wirklich nur empfehlen, ne? Was ich sagen muss, wo ich auch im Vorhinein gewarnt worden bin, ist, da wird echt extrem viel. Was spricht man in Kolumbien? Spanisch war das, glaube ich. Das war Spanisch, ne? Das ist nicht Portugiesisch. In Kolumbien spricht man Spanisch. Ja, müsste Spanisch sein, auf jeden Fall. Da wird sehr, sehr viel Spanisch gesprochen, das heißt, Untertitel sind Pflicht. Und wenn ihr nicht so der Typ seid, der gerne Untertitel liest, kann ich euch sagen, ja. Nein! Ups! Oh, Glück gehabt, okay. Kann ich euch sagen, das wäre das erste Mal in meinem Leben passiert, dass ich dieses Rätsel fast verkackt habe. Ja. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Das ist das, was ich letztendlich eigentlich damit sagen möchte, ja? Und, ja, das war es eigentlich. Mehr oder weniger auch schon mit dem Thema. Ich werde mich heute zum Beispiel noch ansetzen müssen. Ich muss noch die Pokémon für den heutigen Stream vorbereiten. Ja, es sind die Pokémon, die man auch schon aus den letzten Streams kennt, ne? Aber ich werde jetzt noch mal ein paar Pokémon als Ergänzung reinfügen. Zum Beispiel, was hatte ich zum Beispiel vor, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, Shiny Yveltal und Shiny Xerneas, ne? Mit Flawless TV sind ja auch Pokémon, die sehr beliebt sind. Und ich glaube nicht, jeder von euch hat Zugang zu denen mit Bett, also hat Lust darauf, diese Pokémon zu resetten. Und da kann ich ja einschreiten und sagen, hey Leute, was haltet ihr davon, wenn ihr euch vielleicht etwas da raussuchen könnt, ne? Finde ich gar nicht mal so schlecht, ja, finde ich gar nicht mal so schlecht. Ach, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Kriegen wir aber, denke ich, auf jeden Fall hin. Und das wird ein astreiner Stream, wo wir wieder einige Leute glücklich machen werden. Weil ich habe wieder, ich habe ja schon mal 2 dieser Giveaway-Streams gemacht. Ja, da habe ich auch, glaube ich, wieder einige Leute extrem glücklich gemacht. Und seitdem habe ich wieder ganz, ganz viele Leute hier in den Kommentaren gehabt, die dann gesagt haben, ja, Regi, wie sieht's aus? 6x31er DV-Dito, hast du da was abzugeben? Und ja, kann ich also wieder in so ein Event dann machen, ne? Sollte doch, glaube ich, gar nicht mal so schlecht sein. So, ich hoffe, wir sind schneller als Glady. Aber wie gesagt, wir haben Speedboost mit Knogger bekommen. Knogger schießt jetzt eigentlich alles zum Mond. Oder auch nicht, oder auch nicht. Das wundert mich gerade. Ich hätte gedacht, wow. Wow, Alter, Dr. Boom, das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so korrekt von Ihnen, dass Sie sich hier polizeilicher Gewalt widersetzen. Ja, ich meine, wir sind die Exekutive, ja, wir sind Regi Bang. Wir dürfen der Pokémon-Welt so etwas tun. Ja, gut. Also, haben wir es jetzt nicht sogar schon geschafft? Ja, perfekt. Also, ich mag dieses Eisrätsel. Ich mag das mit dem Schleudern, Schleudern, Schleudern. So, das ist ganz cool. So, da haben wir auf jeden Fall Arenata Sandro. Und ja, Leute, das war wieder eine kürzere Folge.
Wir werden in der nächsten Episode gegen Sandro kämpfen. Wir sind ein bisschen underlevelt, aber ich glaube, das ist eigentlich ganz okay. Ja, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, lasst einen Daumen nach oben da, ja, denkt an die Banger-Frage und dann sehen wir uns morgen wieder zu einem Astreien-Kampf gegen Arena-Leiter Sandro. Puh. Bis dahin, haut rein, was gut, bleibt schon auf dick und ciao, euer Mucho Grande Benge Regi. Haut rein.